Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind immer noch am Start. Wir wollten eigentlich mit Roche, oder beziehungsweise haben mit Roche gesprochen, wollten ihn eigentlich rekrutieren für die finale Schlacht. Aber er hat noch so ein Problemchen. Und ja, um das kümmern wir uns jetzt. Da steht auch schon der Gute. Wenn nicht die Weltkarte wieder dazwischen kommen würde. Da unten ist das Dorf. Schon schwarz von Nilfgaardern. Sie bereiten Exekutionen vor. Von Vess keine Spur. Sie mag ungestüm sein, aber dumm ist sie nicht. Sie wartet auf ihren Moment. Vielleicht greift sie in der Dämmerung an, wenn... Psst. Was denn? Drei Leute, leichte Ausrüstung, schleichen an. Da drüben bleiben. Tod den Schwarzen! Ja. Zürcher! Sieht aus, als kämen wir zu spät. Wir müssen helfen. Komm mit. Dann let's go. Keine Zeit, das Pferd jetzt zu satteln. Der erste Tod, der zweite Tod, zeig. Reiß dich in Stücke! So. Komm, Jörg. So. Die Axt ist gut, die Axt ist verdammt gut. Ich glaube, das ist Wester links. Ist er plus der S? Ich wollte sagen, nicht. Vess, bist du völlig übergeschnappt. Du ignorierst meine Befehle, gehst auf eine Selbstmordmission und rennst auch noch ohne Brustplatte in den Kampf, mit offenem Hemd und entblößtem Bauch. Du bist nicht mein Vater, Roche. Du hast kein Recht, mir zu sagen, was ich anziehen soll. Ich bin dein Kommandant und du gehorchst. Partisanenkrieg. Krieg! Dazu braucht man Armeen, verdammte Scheiße! Ich konnte sie nicht im Stich lassen. Sie haben uns geholfen. Soldaten töten, Vess. Sie retten nicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann geh zu den Schwestern der Militäle und werd Heilerin. Verfick nochmal. Gib mir deine Waffe. Du kriegst sie zurück, wenn du wieder bei Verstand bist. Solltest du das jemals wieder sein. Raus! Was? Ach, der. Fren. Noch einer. Du hast meine Waffe, Roche. Also muss ich's mit bloßen Händen tun. Lass ihn. Hier gibt es genug Leichen. Was? Du hast mich gehört. Ja, und ich kann es nicht glauben. Er kam her, um Zivilisten zu ermorden. Er hat uns gesehen. Soll er in sein Lager zurückkehren und davon berichten? Em hier weiß, dass wir seine Männer töten können. Er soll erfahren, dass wir auch Gnade zeigen können. Machen trotzdem kaputt. Edel von dir, keine Frage. Aber ich arbeite gelegentlich für Nilfgaarder. Offen gestanden will ich keine Schwierigkeiten. Das gefällt mir nicht. Aber sei es drum. Du sollst wegen dieser Sache keinen Ärger kriegen. Gut gesagt, Geralt. Ein guter Schwarzer ist ein toter Schwarzer. Ich erwürge die Kakerlake. Geh beiseite. Ich mache das. Nähen! Drucke!
kaputt. Wir sollten verschwinden, ehe eine Patrouille kommt. Danke, Geralt. Wenn du mal Hilfe brauchst, weißt du, wo du mich findest. Ja, nicht weglaufen. Ich brauche Hilfe. So. Ich muss trotzdem mal hoch meditieren gerade. Von jeder Seite. So, Quest abgeschlossen, Auge um Auge. Die Batterie kam wie eine Mauer aus dem Sumpf marschiert. Unsere Jungs wollten sich ergeben. Doch die Schwarzen. Gut. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster vernageln, Türen mit Eisen beschlagen. Pferdchen. Wenn ich nur Milch für die Türschwelle hätte, wie würde alle Dämonen. Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. Machen wir nicht. So. Dann reiten wir mal zurück zu. Nö. Wo reiten wir? Bis wir zurück? Ne, doch eigentlich schon, ne? Weil offiziell ist doch Dings mit dem das Problem mit Rausch, mit Fest immer noch. Na, gucken, was da noch passiert. So, da ist aber auch ein ordentliches Stück gerade wieder zurück zu reiten. Ja, die haben was verstreckt, wie teilweise wirklich zum Reiten haben. Naja. Oh, ein Monster. Aber wir haben wahrscheinlich wieder nicht die passenden Bomben dafür, um das zu kaputt zu machen. Ja. Okay, ich dachte, wir könnten... Langsamer. Ah, das verwirrt. Diese Linie verwirrt mich gerade extrem. So ist gut. Lauf, Plätze. Beweg dich! So ist gut. Oh, diese. Ey, das irritiert extrem, ja? So, ich kann jetzt. So. Das ist schön. Ja, sorry, wie gesagt, dass die Folgen momentan extrem kurz sind. Wie gesagt, liegt auch eine Menge momentan, die ich hier vorbereiten muss. Oder will, wie auch immer. Der eine trägt Schwert auf dem Rücken, der andere benutzt die Axt als Zahnstocher. Ja, die Axt, die wir haben, ist gar nicht mal so schlecht. Die hat echt Power. Du wirst erst.
Hilfe! Rette mich! Ich sterbe! Jetzt wachen die alles. Weil sie ein Auge haben. Wieder ein Tag im Arsch. Ja. Kerli, so fühle ich mich in jedem Arbeitstag. Einfach 200 Schritte. Heya! Habt ihr echt Könige ermordet? Du fällst hin. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Ja. Noch einen Streich und links zwei. Werft es hinauf, das schwarze Geschmeiß. Nachgestoßen und links zwei. So, gehen wir mal dahin. Wenn das alles vorbei ist, lieber vom anderen Fuß überfärben. Eine falsche Bewegung und es könnte dein Ende sein. Wand behängen und Stinkekerzen überall. Das den wollten wir quatschen. Gerald von Riva. Gesund und munter. So. Ich könnte deine Hilfe in Kaer Morhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Yay. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Das ist super. Da haben wir zumindest wieder einen Schützling mehr. So. Genau, jetzt wird's weiter mit Triss. Du warst schon überall. Erzähl mal. Rasieren sich die Weiber in Novigrad wirklich die Mutter? Lauf, Blödsinn! So. Gut. Dann haben wir das Thema erledigt. Dann haben wir einen weiteren. Dann haben wir einen weiteren Verbündeten, das ist immer gut. Dann haben wir jetzt Zoran. Dann haben wir Roche. Ich glaube, wir haben drei, wenn ich es richtig. Drei, haben wir vier? Ne, drei haben wir nur. X-Fall abgelehnt, weil wir ewig geholfen haben. Das ist scheiße natürlich. Aber nun ist dann einfach mal so. Naja. Heya! Dann reiten wir mal durch jetzt Richtung Novigrad zurück. Das wird auch das letzte sein, was wir in dieser Folge tun. Was ist denn hier los? Wenigstens fürchte ich mich vor ihm. Ah, von mir wollte ich nicht fürchten. Und das Weilchen unter deinem Auge? Jetzt kann ich hier nicht. Diejenigen, die
die tugendhaft waren, wird das Feuer wärmen. Komm schon, Plätze. Ah, komm, wir gehen zu Fuß. Die paar Meter gehen wir auch zu Fuß hin. Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Dein Auftritt war unglaublich. Also wirklich, Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Wände. Unsere Welt wird brennen. Brennen im ewigen Feuer. So. Warte mal, wir müssen da jetzt irgendwie hoch. Hier wird nicht rumgehangen. Halt die Schnüss. Aber ich habe ihm Voraus gezahlt. Für den ganzen Monat. Das stimmt. Aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer. Und das treibt den Preis hoch. Gut. Es scheint wohl ein bisschen Ärger zu geben. Aber was, um was es genau geht, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play The Witcher 3. Ich sollte nicht mitgucken. Ich sollte dir mal die Maske ausziehen. Ich ehrlich bin nicht mit, ja. Warte, kriegen sie nicht, aber da muss ich nicht aus die Maske. So. Jetzt ist es ja schon wieder besser. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sind ja in der nächsten Folge wieder bei Let's Play The Witcher 3 und dann kümmern wir uns ein bisschen um Triss und mit ihren Pflichten. Und dann vielleicht schaffen wir dann auch den nächsten Verbündeten für die finale Schlacht. Vielleicht in ein paar Folgen. Bis dann und tschüss.